Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Seit 1. Juli 2020 ist die österreichische Galerie, ist das obere Belvedere, wieder für Sie geöffnet. Deshalb werden wir ab nun jeweils einmal wöchentlich über den Sommer hinweg ein Werk für Sie virtuell vorstellen und laden Sie so ein, uns zu begleiten, um Lust auf mehr zu bekommen. Ganz bewusst ausgewählt ein epochales Werk, eine Cimelie aus den Sammlungen der österreichischen Galerie, eines Künstlers, der eine ganz herausragend wichtige Rolle spielt, nämlich Egon Schiele. Er porträtiert seine Ehefrau Edith Schiele 1918. Diesem Bild ist eine unglaublich dichte Erzählung eingeschrieben. Einerseits interessant und aufregend, wie Egon Schiele seine junge Gattin darstellt. In einem Armlehnstuhl, ein Möbel, das heute noch existiert, das Pendant dazu ebenfalls, sitzt Edith Schiele in leicht gedrehter Haltung, sich von uns, von der Betrachterin, vom Betrachter etwas abwendend, ins Nichts blickend, melancholisch, trauerumflort, ein bisschen unglücklich wirkend, fast ein wenig bieder in ihrer Zurückgenommenheit, jedenfalls kein Anflug von erotischer Aufladung, also ganz dem Umstand geschuldet, dass es sich um eine Ehefrau handelt. Und das, obwohl Edith Harms, wie sie mit ihrem Mädchennamen hieß, gemeinsam mit ihrer Schwester, die um 3 Jahre ältere Adele, heimlich begonnen hatte, für diesen Künstler, der genau gegenüber der bürgerlichen Wohnung der Familie Harms sein Atelier betrieb, die Hüllen fallen zu lassen und als Modell zu fungieren und zu agieren. Für Edith und für das bürgerliche Leben, ganz im Sinne des Vorantreibens seiner Karriere, hat Egon Schiele seine langjährige Muse, seine Geliebte Walli, Walpurger Neuziel, aufgegeben. Ursprünglich strebte er nach einer Ménage à trois, aber beide Frauen haben ihm erklärt, dass dies für sie keine Option wäre. Und so sind diese beiden Eheleute nun in einer schwierigen Situation. Die Briefe, die Edith ihrer Schwester Adele schreibt, machen für uns immer wieder sichtbar und evident, wie sehr diese junge Frau in einer unglücklichen Situation ist. Sie beschreibt, dass Egon Schiele, dieser kunstphilosophisch, literarisch Talentierte, der über sein Oeuvre, über das Vorantreiben des Neuen in der Kunst so intensiv reflektiert, sie so gar nicht Anteil haben lässt an seinem Geschehen. Aber dieses Bild birgt noch ganz andere Geheimnisse und ist ein besonders bedeutendes im Leben des aufstrebenden, ehrgeizigen Egon Schiele. Es ist das erste und gleichzeitig auch letzte Bild, Öl auf Leinwand, Tafelbild, das von der modernen Galerie, diesem neu gegründeten, implementierten Museum für zeitgenössische Kunst im unteren Belvedere, angekauft wird. Nun ist er endgültig angekommen. Der mit ihm durchaus befreundete Direktor dieses Instituts, der Kunsthistoriker Franz Martin Haberditzl, der die Sammlungen sehr bewusst entwickelt und darauf achtet, dass die Oeuvres junger Künstler repräsentativ gezeigt werden können, wählt ganz bewusst das Porträt Ediths. Er hat eine Schwäche für die junge Frau, er schätzt sie sehr und ist ihr zugetan und wird immer wieder bewusst Blätterzeichnungen von Egon Schiele auswählen, die Edith zeigen. Er, der Egon Schiele fördert und unterstützt, nimmt ihn sozusagen in die Sammlungen der modernen Galerie. Und seither ist dieses Werk in den Sammlungen der österreichischen Galerie Belvedere. Eine Bitte, äußert Franz Martin Haberditzl. Edith trägt in der ursprünglichen Fassung und Version dieses Werks einen Rock mit Karo-Design. Franz Martin Haberditzl dürfte die Meinung gehabt haben, es wäre etwas zu folkloristisch für dieses Institut, für diese bedeutsame Institution Moderne Galerie. Und so ersucht er Egon Schiele, den jungen Künstler, den er so unterstützt und fördert, ein wenig Hand anzulegen und das Bild noch ein bisschen zu verändern.
Egon legt über diesen Karo-Rock, den sich Edith Schiele vermutlich sogar selbst geschneidert haben dürfte, sie war handwerklich sehr geschickt, eine pastose, eine dicke, eine raue, eine von unglaublicher Dynamik im Pinselduktus getragene Malschicht darüber. In dieser graubunten Version erleben wir dieses Expressive im Oeuvre Egon Schieles. Aber nicht nur das, er wird die Füße hinzufügen, die in der ursprünglichen Fassung nicht dargestellt waren. Und er ist schon mal dabei, dieses Blouson, diese kleine Jacke, die ursprünglich in Ockergelb sich darstellte, wird von Egon Schiele ebenfalls übermalt in diesem Blau, das manchmal fast ein wenig ins Violette hineintendiert. Und so können wir heute aus der maltechnischen Erforschung, die im Belvedere durchgeführt wurde, einen sehr, sehr interessanten Blick auf ein Werk werfen, das Egon Schiele, der so glücklich ist, endlich in der modernen Galerie angekommen zu sein mit einem seiner Öl-auf-Leinwand-Tafelbilder, das er so massiv verändert hat, dass wir eigentlich zwei Versionen, die eine, die man mit Infrarotreflektographie und Röntgenstrahlen sehen kann, und die zweite, die wir mit freiem Auge erleben können. Erleben Sie die Aura dieses Bildes in der Mitte, an den oberen Rand gedrängt, in diesem fast quadratischen Format sitzt diese schüchterne, zurückgenommene, in sich gekehrte, ein wenig unglücklich wirkende Edith Schiele, die kurze Zeit später im sechsten Monat schwanger an der grausamen Pandemie, an der spanischen Grippe sterben wird, 3 Tage nach ihr, 1918, am 31. Oktober, ihr Ehemann, der so eine steile Karriere gemacht hat. Kurze Zeit davor ist er zum Star der Wiener Szene avanciert. Erleben Sie die Aura dieses Werkes, erleben Sie die Sammlungen der österreichischen Galerie Belvedere. Ab nun werden wir Sie einmal wöchentlich mit einem Werk unserer Sammlungen virtuell besuchen und Ihnen damit hoffentlich Lust auf mehr machen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen im oberen